Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Sie hören die Sendung am Donnerstag, den 16. Januar 2014. Dies ist eine Aufzeichnung, die wir am 13. Januar 2014 gemacht haben. Heute geht es um Hartz IV und Gesundheit. Ich darf gleich in der Sendung im Interview Frau Inge Hannemann begrüßen. Sie ist TAZ Panther-Preisträgerin. Hallo, ja, der ja. Anlass. Guten Abend, Frau Hannemann. Guten Abend. Der Anlass für dieses Interview, was uns Anlass hat, dort näher hinzuschauen. Es gibt zwei Anlässe. Einmal, dass Sie den Panther-Preis bekommen haben, letztes Jahr, 2013, und auch, dass wir in einem Interview in der TAZ gelesen haben mit Herrn Fischer-Liscano, der zu den ganzen Mechanismen rund um den Euro ein Gutachten für den Europäischen Gewerkschaftsbund gemacht hat, was demnächst im Januar vorgestellt wird und wo er in dem Interview in der TAZ gesagt hat, es veröffentlicht ist am 2. Januar, das verglichen hat mit Hartz IV für Europa. Und ich denke, Anlass genug, dass wir nochmal genauer hinschauen, was macht Hartz IV eigentlich mit der Gesundheit hier in Deutschland? Ja, was ich als erstes fragen möchte, wie viele Hartz IV-Empfänger gibt es eigentlich? Also laut der Bundesagentur für Arbeit rund 6 Millionen. Ne? Die sprechen von sozusagen 6 Millionen Leistungsberechtigten da nach der Grundsicherung, wobei davon rund 4,4 Millionen erwerbsfähig sind. Das heißt, das sind die Menschen, die in der Lage sind, auch zu arbeiten. Und die anderen sind auch in Hartz IV drin, nicht in der Sozialhilfe. Genau, also der Rest ist auch im Hartz-IV-Bezug drin. Das sind auch unsere Aufstocker. Das heißt, das sind die, die dem Grunde nach schon arbeiten, zum Teil sogar Vollzeit und der Lohn aber nicht zum wirklich zum Überleben reicht. Ne? Und die bekommen dann sozusagen ergänzend die Grundsicherung. Wir haben noch sehr viele drin, die sozusagen aus der Statistik raus sind, weil sie in Maßnahmen sind wie 1-Euro-Jobs in Bewerbungstraining oder sie sind krankgeschrieben oder in der Erziehungszeit oder sie pflegen Angehörige. Das sind ja ziemlich hohe Zahlen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland. Das ist eine ziemlich hohe Zahl, ja. Ich meine, es sind ja fast 9%, ne, wenn wir von 80 Millionen ungefähr ausgehen nach Zensus. Und das, ich sag mal, das Tragische daran ist, dass in den Medien ja immer nur gesagt wird, wir haben 2,9 Millionen Arbeitslose, wenn ich den Begriff arbeitslos verwende. Aber in Wahrheit sind es tatsächlich 4,4 Millionen. Ja, und diese 1,5 Millionen, die verschwinden einfach aus der Statistik für die Öffentlichkeit. Und ich bin aber der Meinung, die müssen also unbedingt mit erwähnt werden, weil die haben wir definitiv. Jetzt, die Leute, die Sanktionen erhalten, denen geht es ja, denke ich, bei Hartz IV deutlich am schlechtesten. Wie viele von den Hartz-IV-Empfängern sind denn von Sanktionen betroffen? Also wir haben bisher noch keine aktuelle Statistik für das Jahr 2013. Das kommt ja erst noch, ich vermute im April. So, und wenn ich aber die bisherigen Sanktionen zurückrechne, wir hatten also im Jahr 2012 über 1 Million sanktionierte Menschen. Dann, und wir hatten auch im Zeitraum von 2009 bis 2011 immer rund, also ja so rund 120.000 im Jahr. Und das finde ich auch schon eine Menge. Das heißt, wir haben eine enorme Steigerung gehabt. Und von diesen 1 Million Menschen, wie viele Menschen stehen da ganz ohne Leistungen für Nahrung, Wohnung oder gesundheitliche Versorgung da? Gibt es da eine Statistik? Ja, also die ist sehr, sehr, leider sehr schwer zu finden.
Die Bundesagentur für Arbeit spricht ja mal von 0,2% oder 0,3% um den Dreh rum. Ich selbst habe jetzt keine genaue Zahl gefunden. Aber ich würde mal also auch hier sagen, die Linke hat mal eine Anfrage gemacht. Und das war, da waren im monatlich im Schnitt rund 10.000 Menschen voll sanktioniert. Nach der Antwort der Bundesregierung. Und das war auch im Zeitraum von 2009 bis 2011. Das sind ja höhere Zahlen als diese 0,2 oder 0,3%, die die Bundesanstalt für Arbeit schätzt und wollte sanktionieren. Ja, ich habe auch versucht, das irgendwie nachzurechnen. Ich bin aber, ich sag mal, nicht auf die Gesamtzahl gekommen, die Sie genommen haben, um nur auf 0,3% zu kommen. Ja, und deswegen finde ich die Antwort von Seiten der Bundesregierung viel aussagekräftiger, die übrigens jetzt am 4. Januar letzten Jahres war, die Antwort. Und wenn ich mir da die Statistik angucke, dann haben wir wirklich einen Jahresdurchschnitt zwischen 10.500 und knapp 11.000 im Monat, ja. Ich finde das sehr, sehr viel. Ja, weil ich meine, das sind Menschen, die haben dann einfach gar nichts mehr, die voll sanktionierten. Das bedeutet, sie haben kein Geld zum Leben, zum Überleben und auch die Miete wird ja in der Regel dann nicht mehr bezahlt. Dann, wenn man sich jetzt so eine Situation vorstellt, wenn die Leute gesund sind, können sie ja vielleicht zur Tafel gehen und fliegen vielleicht nicht sofort aus der Wohnung, je nachdem, wie lange die Vollsanktionierung dauert. Ja gut, aber sie kriegen ja von der Tafel nicht die Miete bezahlt, das ist das Problem. Ja, und wenn sie voll sanktioniert sind, bekommen die Menschen sogenannten Lebensmittelgutschein. Das ist eine Kannbestimmung ab 40% Sanktionierung. Oder wenn ein Kind im Haushalt ist, dann muss ein Lebensmittelgutschein ausgegeben werden. Aber mit diesem Lebensmittelgutschein können sie nicht in der Tafel einkaufen, in der Regel nur bei einem Discounter. Unabhängig davon, wo sie jetzt einkaufen gehen können, empfinde ich so einen Lebensmittelgutschein als unwahrscheinlich demütigend, was auch die Betroffenen erzählen. Und sie können aber mit dem Lebensmittelgutschein weder öffentliche Verkehrsmittel benutzen, noch können sie in die Apotheke gehen oder Sonstiges. Ja? Also sie sind dem Grunde nach komplett ausgeschlossen vom sozialen und vom gesellschaftlichen Leben sowieso. Wie geht man denn da mit um, mit dieser Kann-Vorschrift? Die Leute, die jetzt Kinder haben, die haben dann nochmal Glück, dass sie zumindest das bekommen. Aber die Leute, die keine Kinder haben, wie geht man damit um? Wann wird das die Kann-Vorschrift zugunsten der Sanktionierten ausgeübt und wann zu Ungunsten? Das ist tatsächlich so, was mich immer auch sehr in meiner Praxis erschreckt hat, ist, weil es eben eine Kannbestimmung ist, es kommt, ich sage mal in Anführungszeichen, salopp gesagt, auf die Laune des Sachbearbeiters an. Ja, und wenn ich jetzt der Meinung bin, derjenige hat einen Lebensmittelgutschein verdient, in Anführungszeichen, dann bekommt er ihn. Wenn ich aber der Meinung bin, er hat die Sanktionen auch mutwillig hervorgerufen, baue ich natürlich einen Gerechtigkeitssinn auf in dem Moment, dann kann ich auch sagen, nee, es gibt nichts. Ja, und das ist das, was ich auch öffentlich anprangere. Ja, diese vielen Kannbestimmungen, die dem Grunde nach wirklich von der Laune abhängen. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das darf nicht sein. Wir brauchen gesetzliche Bestimmung, wenn wir schon mit dem Lebensmittelgutschein arbeiten müssen. Ja, und bei gesundheitlicher Versorgung, wenn ich es richtig verstehe, bekommen die gar nichts. Und da gibt es auch diese Kann-Vorschrift, dass man sie noch gewähren kann, wenn sie voll sanktioniert sind. Nee, es gibt ja eben dann nur diesen Lebensmittelgutschein. Man kann sagen, es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass die Leute ein Darlehen beantragen beim Jobcenter für eben notwendige Medikamente. Ist mir persönlich noch nie entgegengekommen, dass das jemand gemacht hat. Stattdessen wird eher darauf verwiesen, dass die Menschen, wenn sie Medikamente brauchen, sich von der Zuzahlung befreien lassen sollen und dort diesen Mindestbeitrag
schon im Voraus bei der Kasse einzahlen müssen, um dann sozusagen befreit zu werden. Ja, aber ich denke, Sie wissen genauso gut wie ich auch, dass es viele Medikamente gibt, die gar nicht mehr von der Zuzahlung befreit sind, ja, die man einfach selber bezahlen muss. So, und das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Das sind nur Medikamente, also nicht die man selber zahlt, sondern wo man normalerweise zuzahlen würde, da zahlt man dann in einem Betrag vorher die Mindestzuzahlung und dann kann man sich davon befreien lassen. Das ist dann die einzige Möglichkeit für einen Sanktionierten, dann auch Medikamente zu bekommen, die eine Zuzahlung haben. Richtig, also mir ist mal ein Fall in meiner Praxis vorgekommen, das war ein Diabetiker. Der hatte die Zuzahlung im Voraus bezahlt, das hat er immer im Januar schon gemacht, wurde sanktioniert während meiner Abwesenheit zu 100%. Und da kam dann seine Mutter zu mir, total aufgelöst, und sagte, er kann nicht mal mehr die Spritzutensilien besorgen, wo ich sagte, wieso, die sind doch frei im Grunde genommen. Und dann sagte sie, ja, aber eben nicht die Menge, die er benötigt. Das heißt, da war ein Kontingent vorgegeben, auch von Seiten der Krankenkasse. Und der junge Mann war wirklich in großen Schwierigkeiten. Ja, also schlussendlich war es dann so, dass wir ihn ins Krankenhaus gebracht haben, damit er dort regelmäßig seine Spritzen bekam, ja, bis die Sanktion wieder aufgehoben werden konnte. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann es nicht sein. Ne? Aber die Mutter war total verzweifelt. Der junge Mann war bereits zu Hause, war nicht mehr in der Lage, sich überhaupt noch groß hinaus zu bewegen. Und dann mussten wir einfach schnell reagieren. Und das war jetzt für mich auch persönlich ein Erlebnis, was mich auch im Nachhinein jetzt unwahrscheinlich noch geprägt hat, ja, also schockiert und geprägt hat, dass sowas in Deutschland, wo wir immer von einem guten Gesundheitswesen sprechen, passieren kann. Soweit ich mich entsinne, geht das, glaube ich, immer in 30% Schritten bei der Sanktionierung, dass es bis auf null gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem neuesten Stand bin. Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also wenn jemand zum Termin nicht erscheint, geht das in 10er Schritten. Da kann ich natürlich auch bis auf 100% gehen, mehr oder weniger. Habe ich schon erlebt, dass die Menschen 3, 4, 5 Mal nicht gekommen sind. Meine Kollegen haben nicht sofort sanktioniert. Das fand ich dann in dem Moment sehr gut. Und später, nach 5 Monaten habe ich dann gesehen, haben sie diese 5 Meldeversäumnisse auf einmal sanktioniert. Ja, also mit einem Schlag sozusagen die 50%. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Dann gibt es eben diese 30er-Schritte. Das ist zum Beispiel, wenn einer sich nicht genügend bewirbt, so wie es im Vertrag steht zwischen dem Erwerbslosen und dem Jobcenter, oder wenn er nicht zur Maßnahme geht oder eine Arbeit nicht annimmt. Und da kann ich halt eben 30, 60, 90% sanktionieren oder sogar auch noch mehr. Das ist im Erwachsenenbereich. Im Jugendbereich, das heißt bis 25, haben wir eine weitaus strengere Regelung. Da läuft das so, wenn ein junger Mensch, ich sag mal, sich nicht bewirbt oder nicht in eine Maßnahme geht, dann sanktioniere ich 30%. Und beim zweiten Verstoß kürze ich bei dem jungen Menschen bereits die komplette Regelleistung als auch die Miete. Ne, das heißt, die dürfen sich sozusagen ja höchstens einen Fehltritt erlauben. Ist heftig. Und es ist unglaublich personalintensiv, was man da in der Zeit für die Menschen tun könnte, für die Vermittlung ist schon. Ja, es ist unglaublich, ja. Also es ist, ich sag mal, wenn man geübt ist in Sanktionsanhörungen, die Menschen werden ja erst angehört schriftlich und anschließend folgt die Sanktion, schafft man das durchaus in 15 Minuten, ja. Aber es ist trotzdem, ja, weil man hat ja im Schnitt zwischen 200 und 300 Erwerbslose zu betreuen und die muss man natürlich sozusagen alle im Auge behalten, ne? Und es ist leider so, dass rund 30, 40% manchmal auch mehr nicht zu den Terminen kommt. Das heißt, man ist tatsächlich damit beschäftigt, immer Sanktionsanhörungen erstmal rauszuschicken und nachher zu sanktionieren. Ja, und ich schätze den Verwaltungsaufwand, den wir allgemein haben, inzwischen zwischen ja, 60 und 70%. Und das ist natürlich viel zu viel, ja. Also die Zeit
sinnvoller wirklich mit den Erwerbslosen aufzubringen. Ja. Hätten wir, glaube ich, mehr Erfolge. Mhm. Wo findet man eigentlich die Vorschriften über die Sanktionierung, gesetzlichen und wo die Verwaltungsanweisungen, soweit die Verwaltungsanweisungen eben auch für die Öffentlichkeit zu lesen bestimmt sind? Dann die findet man komplett im Sozialgesetzbuch 2, aber auch auf der Internetseite von der Bundesagentur für Arbeit. Ja, dort sind die sogenannten Handlungs- und Geschäftsanweisungen, auch dort sind sie komplett hinterlegt. So, und wir intern haben selbst nochmal sogenannte Arbeitshilfen. Ich glaube, das sind rund um die 100 Seiten, die zum Teil sehr bildhaft dargestellt sind, auch sehr gut dargestellt, das muss man auch sagen, damit wir richtig sanktionieren. Sehr viel Text, aber auch sehr viele Bilder, ne? Weil seit Jahren, eigentlich seit es die Jobcenter gibt, immer Probleme mit den Sanktionen gibt. Ja, wann sanktioniere ich, wie viel, ab wann sanktioniere ich? Und das ist unwahrscheinlich komplex, sodass die Arbeitshilfen tatsächlich notwendig sind. Und wenn man mal schaut, wie viele Klagen aufgrund Sanktionen vor dem Sozialgericht gewinnen, das sind so zwischen 30% und 40%, sieht man immer noch, dass die Jobcenter sehr, sehr viele Fehler bei den Sanktionen machen. Ja, das heißt, die Sanktionen sind in dem Moment ja rechtlich nicht korrekt, rechtswidrig. Und ich sage immer auch gerne, die Richter machen im Grunde genommen dann unsere Arbeit. Inwieweit werden denn Personen, die sanktioniert sind beim Arbeitslosengeld II, durch die Sozialhilfe aufgefangen? Überhaupt nicht, ja. Also ist ein kompletter Ausschluss. Das gab es ja früher in der Arbeitslosenhilfe oder auch im Arbeitslosengeld, wenn eine sogenannte Sperre da war, ne? Dann hat man kein Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bekommen und dann konnte man sozusagen die frühere Sozialhilfe beantragen. Das bedeutete damals für die Menschen, sie sind zumindest nicht in Not gekommen, dass die Miete nicht bezahlt werden konnte oder sie kein Essen kaufen konnten. Ja? Und mit den Jobcentern oder mit Hartz-IV-Regelungen wurde das komplett aufgehoben. Das heißt, die Menschen stehen wirklich ohne Geld da. Und Sozialhilfe ist dann heute für Nicht-Erwerbsfähige oder also für gesundheitlich Nicht-Erwerbsfähige, so stelle ich mir das vor, der vom Alter her noch nicht alt genug, um zu arbeiten oder schon. Ja, also genau, die Grundsicherung ist für Menschen, die offiziell durch einen Rententräger als erwerbsunfähig bezeichnet worden sind oder auch natürlich für die Rentner, ne? Wo die Rente nicht ausreicht, die gehen dann sozusagen zum Grundsicherungsamt. Das ist dann im Sozialgesetzbuch 12, glaube ich, enthalten. Genau, richtig, korrekt. Und man kann auch nicht in die Sozialhilfe kommen, wenn man sich weigert, eine Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben. Das Gerücht hat man mir mal erzählt. Nein, man kann nur in die Sozialhilfe kommen, wenn man tatsächlich erwerbsunfähig geschrieben ist. Ja. Und wir in den Jobcentern machen das so, wenn sie länger als 6 Monate erwerbsunfähig geschrieben sind, dann beamen wir sie sozusagen zum Grundsicherungsamt rüber. Wenn es bis 6 Monate geht, war so die interne Regelung, behalten wir sie erstmal bei uns, ne? Und werden aber auf nicht aktiv gesetzt. Das heißt, wir lassen diese Menschen dann auch erstmal in Ruhe. Mhm. Wie ist eigentlich die gesundheitliche Versorgung von Arbeitslosengeld II-Empfängern, Hartz-IV-Empfängern, wenn sie nicht sanktioniert sind? Wie ist die ganz normal im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen in der gesetzlichen Krankenversicherung? Da müssen wir unterscheiden. Also wenn ein Erwerbsloser zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat wie Diabetes oder eine chronische Darmerkrankung, dann bekommen diese Menschen sogenannten Mehrbedarf. Die Höhe ist sehr unterschiedlich, in der Regel zwischen 17 und 70 Euro monatlich dazu. Wenn aber die Menschen sanktioniert werden, dann fällt auch dieser Mehrbedarf weg. Ja, und das wird auch häufig vergessen, weil die Sanktion, die Geldkürzung betrifft dann sozusagen die Gesamtsumme. Ja, und der Mehrbedarf ist
an sich dafür gedacht, eben gerade Diabetiker brauchen ja eine andere Ernährung. Chronische Darmerkrankungen, wie jetzt ganz klassisch Morbus Crohn zum Beispiel auch, oder auch Lebererkrankungen. So, und ja, und dann wird es natürlich richtig schwierig. Wissen Sie, wenn jemand Beitragsrückstände hat in der Versicherung, ich habe gehört, dass es sein kann, dass man Beitragsrückstände hat aus der Zeit, wo man sanktioniert gewesen ist und dass man dann Probleme haben kann, an der Krankenversicherung Leistungen zu bekommen, weil man erst noch die Beitragsrückstände tilgen muss. Also wenn man längst aus der Sanktionierung raus ist, aber man hat noch die Beitragsrückstände aus der Zeit. Ja, also das ist nicht ganz korrekt. Da haben wir das Sozialgesetzbuch 5. Das heißt, die Menschen haben trotzdem kompletten Anspruch auf die sogenannte unverminderte Leistung, auch mit Beitragsrückständen. Das wird nur intern in den Jobcentern in der Regel so nicht vermittelt. Ich sage mal, das größere Problem oder das ganz große Problem sehe ich darin, dass die Jobcenter sagen, ja, Sie können ja dann mit der Krankenkasse wieder Ratenzahlung vereinbaren, wenn Sie wieder Leistung erhalten. Aber stellen Sie sich mal vor, die Menschen bekommen diese rund 390 Euro jetzt, haben Krankenkassenbeiträge sozusagen nicht bezahlt, müssen dann rund 400 Euro nachbezahlen in Raten. Ja, wie sollen die das schaffen? Das funktioniert gar nicht. Und die Krankenkasse ist jetzt nicht, sage ich mal, ein Amt, die dann sagen, ja, dann zahlen sie 10 Euro im Monat. Ja, also die wollen dann ein bisschen mehr Geld sehen. Und das ist für die Betroffenen überhaupt nicht zu schaffen. Und das ist das, wo ich eben auch stark kritisiere. Ja, natürlich kann das Jobcenter ganz toll sagen, ja, wieso, sie haben ja trotzdem die Leistung unvermindert, aber die Schulden werden trotzdem aufgehäuft. Ja. Dann sagt das Jobcenter, argumentiert dann noch einen Schritt weiter und sagt, ja, okay, sobald sie Lebensmittelgutschein haben, dann werden auch die Krankenkassenbeiträge wieder bezahlt. Das ist korrekt. Deswegen sage ich dann den Leuten, ihr müsst beantragt trotz aller Scham oder ja auch Demut, beantragt unbedingt einen Lebensmittelgutschein, damit wenigstens diese Sachen weiterlaufen, damit ihr da nicht weiter Schulden aufbaut. Ja, oder das Jobcenter kann sogenannte Sachleistungen anbieten. Ja, das sind Naturalien. Es könnte eine Briefmarke sein von einem Euro. Ja, weil wir haben ja, das hört sich immer so nett an mit den Naturalien. Und wenn ich zynisch bin, dann stelle ich mir immer vor, die Sachbearbeiter haben im Schrank dann Brot, ja, und Milch, was sie ausgeben und dann eine Rechnung stellen. Ja, ist natürlich sehr zynisch. Also ich selbst habe noch nie einen Fall erlebt, der Naturalien bekommen hat. Also ich habe mal mit zwei Leuten das durchgespielt, dieses Prozedere, dass wir tatsächlich eine Briefmarke verlangt haben von einem Euro, damit der Krankenschutz zumindest besteht. Und wir haben die Briefmarke nicht bekommen. Ja, also beide Jobcenter-Mitarbeiter, es war hier nicht in Hamburg, haben mich ganz groß angeguckt und haben gesagt, was ist denn das? Ja, sage ich, das ist die Sachleistung nach SGB II und wir wollen jetzt eine Briefmarke. Ja, so, und war nicht erfolgreich. Sie haben eine Studie gemacht zu den psychischen Folgen von Arbeitslosengeld II. Was ist dabei rausgekommen? Ja, die Studie habe ich qualitativ und quantitativ gemacht, bundesweit. Und mich hat einfach persönlich auch privat interessiert, inwiefern wirkt sich Hartz IV psychisch aus. Ja? Und rausgekommen ist, dass man erstmal, wie viele andere Studien, nicht sagen kann, dass es einen kausalen sozusagen Zusammenhang gibt zwischen psychischen Erkrankungen und Hartz-IV-Bezug. Was man aber definitiv behaupten kann, ist, dass Hartz-IV psychische Erkrankungen verstärkt, sofern sie vorhanden sind. Aber auch alleine durch das Wissen, man ist arbeitslos, und da spreche ich gar nicht mal nur die Hartz-IV-Menschen an, sondern auch schon bereits im Arbeitslosengeld I-Bezug, führt natürlich wirklich oder kann zu Depressionen führen, ja, auch zu einer gewissen Lethargie.
Und da muss im Grunde genommen das Ziel sein, da wieder rauszukommen. Ja, und was auf jeden Fall auch verstärkend war, auch für psychosomatische Erkrankungen, auch innerhalb dieser Studie, wie Rückenprobleme, wie Magen, Darm, Herz, Kreislauf, also wirklich das Klassische und auch Schlafstörungen, ist diese Stigmatisierung von Hartz-IV-Empfängern. Ja, also die Menschen wissen, jetzt bin ich ein Hartz in Anführungszeichen, also bin ich nichts mehr wert in der Gesellschaft. Und führt tatsächlich zu verstärkten psychosomatischen und auch psychischen Erkrankungen. Ich habe das so persönlich nicht erlebt, wenn ich meinen Freundeskreis Leute Hartz IV bekommen haben. Also zumindest im privaten Umgang habe ich nicht so erlebt, dass die Menschen persönlich ausgegrenzt werden. Aber vielleicht ist es auch einfach, man kann nicht an vielen Dingen nicht teilnehmen, weil man das Geld nicht hat. Genau, das ist das, was mir auch viele Menschen erzählen, dass sie sagen, wissen Sie, Frau Neumann, Hartz IV ist hier eine Sache, ja, aber wo will ich mit dem Geld noch hin? Jede Busfahrt muss ich mir überlegen. Hier in Hamburg sind die öffentlichen Verkehrsmittel, finde ich, sehr teuer. So, da ist man schnell mit einer Tageskarte über 6 Euro, dann oder auch eine einfache Fahrt liegt dann bei 2,95 Euro und jetzt haben sie irgendwie erhöht. Das überlegt man sich, ne? Wenn die Leute sagen 6 Euro für eine Tageskarte, da esse ich den ganzen Tag für. Ja, und das ist ihnen dann zum Glück in dem Moment, ja, zum Glück weiß ich nicht, aber wichtiger. Natürlich gibt es das sogenannte Sozialticket. Das heißt, Sie bekommen hier nochmal so rund 20 Euro Reduzierung für ein Monatsticket, aber auch die Monatstickets sind einfach sehr, sehr teuer und mit Sicherheit auch nicht in Hamburg. Berlin ist genauso teuer, was ich gesehen habe, München ebenfalls. Und die Menschen bewegen sich nicht mehr raus. Ja, das ist, und dadurch verlieren sie natürlich die sozialen Kontakte. Und dieses Weggehen, mal wirklich einen Kaffee trinken wollen oder einfach mal, wie sie vielleicht früher auch erlebt haben, dass man mal in einer gemütlichen Runde ein Bier trinkt oder einen Wein trinkt, auch da ziehen sie sich komplett zurück, weil sie auch nicht wollen, dass die Freunde sie einladen. Am Anfang wird das noch häufig gemacht und irgendwann sagen aber auch leider die Freunde, das können wir nicht immer, ja. Das ist, und deswegen, ja, das sage ich auch immer, klar, kaum mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. Ich denke, so Menschenrechte, wie man im Sozialpakt findet, wie angemessener Lebensstandard, Artikel 5 oder Artikel 11 oder in Artikel 15 kulturelle Teilhabe, da denke ich, da bekommt man es als erstes zu spüren. Ja, ganz schnell. Weniger Geld hat. Genau, ganz schnell. Und das ist auch das Erste, was die Menschen einschränken, ne? Wirklich dann auf Null setzen. Und was mich dann auch, ich sag mal, persönlich immer so aufregt, ist, wenn dann diese Stigmatisierung kommt, die Hartz-IV-Empfänger schauen den ganzen Tag nur Fernsehen. Und da frage ich mich natürlich auf der anderen Seite, ja natürlich, was sollen sie sonst machen? Ja, oder am Computer sitzen. Man kann nicht den ganzen Tag lesen. Man kann auch nicht den ganzen Tag telefonieren, wenn sie eine Flatrate haben. Und man kann auch nicht den ganzen Tag still die Wand anschauen. Ja, also schauen die Menschen Fernsehen, wobei die ich jetzt kenne, oder auch in meiner Praxis, die haben gar nicht so viel Fernsehen geschaut. Ja, sie saßen natürlich schon sehr viel am Computer. Und haben sich da ihr soziales Netzwerk gesucht und sozusagen, Anführungszeichen, leider auch ihre Freunde und Familie, um irgendwie in Kontakt zu sein. So, aber es stellt sich echt die Frage, was wollen sie sonst machen? Ne? Jeder Weg nach draußen kostet einfach Geld. Ja, oder was ich auch beobachtet habe, sie laufen dann durchaus durch die Stadt, sie gehen aber kaum in die Geschäfte rein. Ja, und
Oder es gibt die Menschen tatsächlich, das gab es auch mal im Fernsehbericht, eine Sendung darüber, ich meine, das war im Öffentlich-Rechtlichen, dass die Menschen in einen Baumarkt gehen und so tun, als würden sie dort arbeiten. Und das gibt es tatsächlich. Ich habe das vor Ort hier in Hamburg mal mir angeguckt und auch nachgefragt in der Geschäftsführung. Die Menschen gehen wirklich im Baumarkt und tun so, als würden sie dort arbeiten und zählen die Artikel, ne, damit sie irgendwas zu tun haben. Und also ich habe es mir angeguckt und ich konnte es nicht glauben, dass es das tatsächlich gibt. Ja. Aber das ist die Realität. Und das ist die Realität, wo ich feststelle, das sehen viele Menschen gar nicht. Und aber ich auch sagen muss, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in einer Großstadt lebe wie Hamburg, Berlin, Köln oder München oder in einer ländlichen Gegend. Und da sieht man es natürlich sehr, sehr wenig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, gerade auch bei der Sanktionierung, dass man da häufiger Fälle hat, sie haben Depressionen oder auch mit Leuten Analphabetismus oder auch Leute, wo man es vor, wenn man nur die Akte sieht, vielleicht nicht weiß, dass sie nur geringe deutsche Sprachkenntnisse haben. Wie geht man damit um, damit da die Leute nicht zu Unrecht sanktioniert werden und damit sie auch nicht zu Unrecht das vorschieben können, also dass sie depressiv wären oder dass sie kein Deutsch könnten zum Beispiel? Also Depressionen bei den Erwerbslosen werden häufig nicht erkannt im Jobcenter. Die Erwerbslosen kommen jetzt auch nicht rein und sagen, ich bin depressiv. Da auf jeden Fall nicht im Erstgespräch, das machen sie dann vielleicht im vierten, fünften Gespräch. Wir haben natürlich auch andere Fälle, die kommen gleich mit dem psychologischen Gutachten und sagen, ich bin depressiv, sie können mit mir nichts anfangen, lassen sie mich in Ruhe. So, aber wir sind auf psychische Erkrankungen definitiv nicht geschult. Ja, es ist auch nicht unsere Aufgabe, psychische Erkrankungen zu erkennen. Finde ich im Grunde genommen auch gut, weil wir gar nicht die Kompetenz dafür haben. Ich glaube, wenn wir, ich sag mal, einem Erwerbslosen sagen, sie sind depressiv, hängen wir uns sehr, sehr weit aus dem Fenster raus und können dadurch auch einen großen Schaden anrichten. So, und deswegen müssen wir ja dann diese Menschen zum psychologischen Dienst schicken. So, betreffend Analphabetismus ist meine Erfahrung, sagen, dass die Menschen fast gar nicht, dass sie Analphabeten sind. Bei dem funktionalen Analphabetismus, wo wir ja derzeit rund 7 Millionen Menschen haben in Deutschland, das sind die Menschen, die ganze Textpassagen nicht erfassen können. Sie können einzelne Wörter lesen, sie können aber den Sinn nicht daraus erfassen, wird das natürlich noch weniger gesagt. Das heißt, hier brauchen wir eine unwahrscheinliche Beobachtungsgabe. So, oder haben die Möglichkeit, sozusagen auch die Menschen zum Test zu schicken. Naja, das ist dann häufig bei auch beim psychologischen Dienst. So, aber das ist ganz, ganz schwer herauszubekommen natürlich. Und da sind wir auch nicht drauf geschult. Ja. Und was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist bei den Erwerbslosen, auch mit den wenigen Sprachkenntnissen, die schämen sich. Ja. Also das ist meine Beobachtung auch in den ganzen Jahren, die Menschen schämen sich einfach. Und deswegen sind sie lieber still und sagen gar nichts mehr. Wenn einer sehr gebrochen Deutsch spricht, das hört man ja dann schon im Gespräch. Die bringen auch häufig schon Freunde mit oder bekannte Verwandte, um zu übersetzen. So, und da sind wir dann verpflichtet, sie sozusagen auch in Deutschkurs zu schicken, ja. Und dann muss man einfach gucken, was daraus wird oder was nicht. So, ich sag mal, mit Glück haben wir in den Jobcentern bei den Mitarbeitern verschiedene Nationalitäten, die dann auch übersetzen können. Aber das ist dann schon wirklich Glück, ja. Und dann muss man auch noch das Glück haben in dem Moment, dass der Kollege oder die Kollegin auch Zeit hat zu übersetzen, ja, und auch übersetzen möchte. Ja. Heißt ja bei vielen Verwaltungen, Amtssprache ist Deutsch. Und aber ich finde es gut, dass zumindest bei der AGE dann den Leuten auch geholfen wird, dass sie dann auch in den Kurs reinkommen. Das ist durchaus gut.
ich sag mal, wenn man genau evaluiert, hat dieser Kurs einen Sinn. Ja, ich sag mal, es macht keinen Sinn, wenn ich jemand habe, der Richtung Rente geht, der auch, ich sag mal, selbst in seiner Landessprache die nicht lesen kann, richtig, dann finde ich das eher sinnlos. Ja, so, aber grundsätzlich bin ich durchaus dafür, dass man die Leute, wenn es möglich ist, schon einen Kurs schickt, ja. Sofern sie wirklich bereit sind, auch zu lernen, ja. Vor allen Dingen, ich habe früher ja auch als Dozentin gearbeitet, unter anderem auch für diese eben BAMF-Kurse. Das sind diese Kurse, Deutsch als Fremdsprache. Sie treffen auf Landsleute, ja. Schwierig wird es dann, wenn auch dort ganz viele Nationalitäten aufeinander prallen, die auch untereinander nicht klarkommen. Das war die Herausforderung. So, und ja, aber teilweise, ich sag mal, wird es schwierig, ne? Weil sie sagten eben, die Amtssprache ist Deutsch. Wenn man sich die Anträge anguckt, wenn man sich die Broschüren anguckt über die Rechte und Pflichten von Erwerbslosen, das ist ja schon ganz schwer für einen Deutschen zu verstehen, ja, weil die Amtssprache ist keine einfache Sprache, die Behördensprache. Und ich selbst habe an mir auch festgestellt, man nimmt sich diese Behördensprache unwahrscheinlich schnell an und rede dann auch mit den Menschen so, ohne dass man es selber merkt, ja, und gar nicht mehr im eigentlich einfachen Deutsch. Und das verstehen die Menschen nicht. Ja, das ist, und da muss man einfach sehr drauf achten. Und die Menschen können diese Broschüren nicht verstehen. Die gibt es zwar auch dann durchaus in manchen Jobcentern, leider nicht in allen, weil sie nicht genug geliefert werden, in Türkisch, in Englisch, in vielleicht auch Französisch, aber eben nicht für alle Sprachen. Oder auch die Eingliederungsvereinbarung, der Vertrag zwischen dem Erwerbslosen und dem Jobcenter ist, finde ich, sehr, sehr schwer zu verstehen. So, und es wird zwar immer gesagt, auch den gibt es in mehreren Sprachen. Ich selbst, mir ist er nicht entgegengekommen, ich habe ihn gesucht. So, und aber nun gut, ich glaube, dass mal der BA, dass es diesen in mehreren Sprachen gibt. Ich habe noch mal ein wenig im UNO-Sozialpakt geschaut. Da stehen ja viele Menschen recht klar und das ist eine wichtige Ergänzung zum Grundgesetz. Da gibt es zum Beispiel ein Menschenrecht auf Nahrung, auch in dem Artikel 11. Da habe ich mir einen allgemeinen Kommentar Nummer 8 angeschaut. Entschuldigung, allgemeinen Kommentar Nummer 12. Da die Texte verachte, steht der Wesensgehalt, dass man Anspruch hat auf Nahrung in ausreichender Menge, ausreichender Qualität, frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und kulturell akzeptabel. Da habe ich die Frage, inwieweit ist das bei einer vollen Leistung, wenn man nicht sanktioniert ist, bei Hartz IV, Arbeitslosengeld II, gesichert und inwieweit noch bei Sanktionen? Also ich sag mal, täglich im Bioladen einzukaufen wird sehr, sehr schwierig. Ich habe das auch mal versucht über 3 Monate und habe es dann nochmal auf 5 Monate ausgedehnt, mit dem Hartz-IV-Satz, Regelsatz auszukommen. Es funktioniert, wenn ich im Discounter einkaufen gehe oder durchaus auch bei Edeka und dort die Billigprodukte kaufe. Aber es wird und die Regelleistung tatsächlich für die Nahrung aufwende. Ja, es funktioniert aber nicht mehr, wenn ich versuche, Geld damit zu sparen, um unerwartete Ausgaben abzudecken, wie wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ganz schwierig wird es wirklich für Menschen, die sogenannte Intoleranzen haben, ja, wie Laktoseintoleranz, Histaminintoleranz oder Glutenunverträglichkeiten. Gerade bei Glutenunverträglichkeit, diese Nahrung ist nicht mehr bezahlbar, weil die ist sehr, sehr teuer. Ja, das heißt, hier haben die Menschen ja ein Problem, schon normales Brot zu essen, normale Nudeln zu essen. Und wenn man sich da die Preise anguckt, sind die einfach dreifach so teuer wie Regelnahrungsmittel. Ne? Von dem her sage ich, ist es sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Wenn man sanktioniert ist, ist es gar nicht mehr möglich.
Ja, allerdings sagen die Jobcenter auch so ganz hart ausgedrückt, was interessiert mich jetzt der UNO-Sozialpakt? Uns interessiert das Sozialgesetzbuch 2, weil das ist durchs Parlament sozusagen durchgewunken und das hat für uns ist für uns die Regel, ja, an das haben wir uns zu halten. Das heißt, hier werden höherwertige Entscheidungen tatsächlich einfach ignoriert, ja. Naja, der Sozialpakt, es gibt zum Beispiel ein Urteil 18.07.2012, dass Leute, die Leistung nach einem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, dass sie zumindest in den meisten Dingen nicht schlechter gestellt werden dürfen als Sozialhilfeempfänger oder Hartz-IV-Empfänger. Und von daher, Gerichte wenden es schon an. Bloß da war nicht die Rechte, wo die Musik spielte. Angemessener Lebensstandard, und soweit ich mich entsinne, und kulturelle Teilhabe ist was anderes als das, wo es wirklich ins Eingemachte geht, wie Nahrung, Wohnung oder Gesundheit. Genau, ja, also gerade bei der Nahrung, ja, finde ich das einfach wichtig, dass die Menschen in der Lage sind, sich gesund zu ernähren. Ja, oder eben auch, also man muss ja nicht täglich in Bioladen gehen, ne, so, aber ich sage mal, es kann auch nicht sein, dass man täglich sich von Toastbrot ernähren muss, als Beispiel. Ne, so, oder dass man wirklich sagt, ja, man muss gespritzte Paprika kaufen. Und ja, ist ganz, ganz schwierig für die Erwerbslosen. Ich denke, das Problem ist auch, wenn man ein Gesetz kippen will, dann muss man ja eigentlich bis zum Verfassungsgericht gehen und ansonsten, wenn man eine Verwaltungsanweisung kippen will, ja auch schon bis zum Bundessozialgericht und die können das Gesetz menschenrechtsfreundlich auslegen, wenn das denn einer geltend macht, soweit das möglich ist, beim Gesetzeswortlaut das so zu interpretieren. Ja. Und ansonsten kann man ja höchstens eine Verwaltungsanweisung für einen Einzelfall vor Gericht dann überwinden. Genau, das ist ja auch das Problem vieler Erwerbslose. Also man muss sich durch jede Instanz durchklagen bis zum Bundesverfassungsgericht. Ich kann natürlich eine Beschwerde einlegen beim Europäischen Gerichtshof. So, die Beschwerde bekommt auch offiziellen Aktenzeichen, wird aber dann sozusagen wirklich abgelehnt, weil nicht der Instanzenweg durchlaufen wurde. Ja, und dann nützt mir im Grunde genommen auch die Beschwerde leider nichts. Viele beschweren sich trotzdem mit der Hoffnung, die Masse macht es schlussendlich. Aber der Instanzenweg muss durchgegangen werden. Und bei den Gerichten ist es ja in der Regel dann so, gerade bei den Bundessozialgerichten auch immer wieder, dass dann im Einzelfall entschieden wird. Ja, wir haben wenige Gerichtsurteile, die dann für alle Betroffenen gilt. Also wir hatten jetzt eines Jahr, letztes Jahr, wo es dann hieß, wenn ein Baby aus dem Babybett entwachsen ist, dann muss ein Kinderbett her. Aber das betrifft ja, ich sag mal, nicht jeder Erwerbslose bekommt jetzt einfach mal schnell ein Baby. Ja? Also ist dann, ich sag mal, für die Mehrheit nicht ganz so wichtig, ja. Und wir hatten dann ein Urteil beim Bundesverfassungsgericht, dass die Regelsätze höher müssen. Daraufhin wurden sie dann um 5 € letztes Jahr erhöht und dieses Jahr um 8, respektive auch mal um 9 €. Aber das ist natürlich zu wenig, ja. Und die Bundesagentur für Arbeit, die argumentiert natürlich sehr clever in dem Fall, weil sie spricht immer von Einzelfällen. Rein rechtlich gesehen, nach den Entscheidungen bei den Gerichten sind es Einzelfälle, das ist korrekt. Aber das, was die Anzahl der Erwerbslosen betrifft, aufgrund falscher Sanktionen, aufgrund von Leistungen, die sie nicht bekommen haben, das sind keine Einzelfälle mehr. Ja, das geht in die Tausende inzwischen. Ja, und das ist das, was leider sehr wenig berücksichtigt wird. Aber mit dem Essen auch nochmal zurückkommt, die Jobcenter sagen ja auch gerne, wenn die Menschen, gerade wenn sie voll sanktioniert sind, dann geben wir ja eine Liste aus von den Tafeln. Ja, das folgt ja dann automatisch.
Das wird von Jobcenter zu Jobcenter unterschiedlich geregelt. Entweder machen das die Sachbearbeiter oder die Eingangszone. Und dann sagt man so ganz lapidar, sie können ja zur Tafel gehen. Wenn man sich die Tafeln aber anschaut und wenn man mal auch das Buch gelesen hat, Schamland vom Professor Stefan Selke, kann man nachlesen und auch vor Ort beobachten, dass die Nahrungsmittel nicht die frischesten dort sind. Ja? Und wenn man auch mit den Tafelgängern sich unterhält, ist auch das ein ganz großer Kritikpunkt bei den Tafeln, ja? Dass die Nahrungsmittel eben, also die Leute holen sich zwei Tüten und die Hälfte können sie wirklich wegschmeißen, weil sie vergammelt sind, ja, weil sie schlecht sind, bis hin zum Schimmel. Und also da können wir von Nahrung sprechen, die tatsächlich wirklich gar keinen Nährwert mehr haben. Ja, und ich habe mich gerade heute mit jemandem unterhalten, der ist nicht sanktioniert, so der auch sagt, er geht, würde nie zur Tafel gehen. Er geht dann eher zu den Containern bei den Einzelhandelsgeschäften. Ja, er weiß genau, wann die Container rausgeschoben werden. Er sagt, das Essen ist immer noch frischer wie bei der Tafel und holt sich das dort raus. Ne? Weil das ist dann Nahrungsmittel, die vom heutigen Tag dort reingepackt werden. Ne? Und so ernährt er sich hauptsächlich. Das heißt, es sind Einzelhandelsgeschäfte, die das rausstellen, damit die Menschen sich das nehmen können, oder sollen die zur Vernichtung bereitgestellt werden, die Lebensmittel, weil sie abgelaufen sind, aber vielleicht nicht unbedingt schlecht? Genau, sie sind abgelaufen. Das sieht man ja auch, wenn man in die Geschäfte reingeht, dann haben diese Nahrungsmittel, was weiß ich, ein rotes Preisschild oder sind extra in einem Regal oder sie laufen dann ab in den nächsten Tagen. Und da wird ja sehr viel durch die Geschäfte weggeworfen in die Mülleimer oder Container. Es ist verboten, aus den Containern das Essen herauszunehmen. Ja, und leider stellen die Geschäfte das nicht daneben. Weil wenn es daneben stehen würde, dürfte man sich das offiziell nehmen. Also, und aber hier in Hamburg gibt es da eine richtige Szene für, ja, das, wo man sich untereinander austauscht, wann welches Geschäft die Container rausstellt, ja, und welches Geschäft gute Nahrung dort reinpackt und wie alt die ist. Und also schon, ich sag mal, auch erschreckend. Ja. Ja. Es gibt beim Sozialpakt auch ein Recht auf Wohnung. Inwieweit ist denn gesichert, wenn jetzt zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger sanktioniert wird und dann eine gewisse Zeit lang die Leistung für die Wohnung nicht bezahlt wird? Gibt es da einen besonderen Schutz, dass er nicht aus der Wohnung rausgeklagt wird wegen Mietrückständen? Also die Jobcenter selber sagen ja, es gibt keine Wohnungslosigkeit durch Hartz IV. Herr Alt vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit Entschuldigung, hat das ja auch mal in der Sendung von Maischberger gesagt, das war Ende 2012, dass es das nicht gibt. Ich sage, das ist eine Lüge, weil es, wenn man schon im Internet schaut, es gibt unwahrscheinlich viele, viele Fälle, die obdachlos geworden sind, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können. Weiterhin argumentieren die Jobcenter damit, ja, wenn Wohnungslosigkeit droht, dann kann sozusagen Darlehen gewährt werden. Ist natürlich dann auch schwierig, ja, weil die Menschen können 3 Monate ihre Miete nicht bezahlen. Nach ein, respektive auch nach 2 Monaten kann der Mieter fristlos kündigen. Und gleichzeitig argumentiert dann das Jobcenter, was jetzt wieder ein Widerspruch ist zur ersten Aussage, dass ein Darlehen gewährt werden kann, dass ja bei einer drohenden Zwangsräumung sozusagen das Jobcenter und die Wohnungsnotstellen informiert werden. Dann ist es im Grunde genommen zu spät. Ja, das heißt, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. So, und ich selbst habe Fälle gehabt, die von Zwangsräumung bedroht worden sind durch 100%ige Sanktionen. Ich hatte mal einen Fall, die junge Dame hatte mir das leider nicht gesagt, dass sie die Miete nicht bezahlt hat. Die rief mich dann morgens um kurz nach 7 im Büro an und sagte, Frau Annemann, hier steht der Gerichtsvollzieher, ja, mit einer Zwangsräumung. Und
Wir konnten es dann aber abwenden in dem Moment, weil ich dorthin gefahren bin, um das eben abzuwenden, weil auch die Zwangsräumung von seiner Wohngesellschaft leider gar nicht rechtlich war. Ja, aber das interessiert den Gerichtsvollzieher in dem Moment leider überhaupt nicht. Ja. Also wir haben hier irgendwie Widersprüche, ne? Also wir haben ganz wirklich mehr als genug Fälle, die obdachlos wurden. Und wir haben aber eben auch Fälle, dass das Jobcenter sagt, dann gewähren wir ein Darlehen. Ja, nur so einen Fall kenne ich leider nicht. Ich suche so einen Fall, aber ist mir noch nicht entgegengekommen. Ja, und auf der anderen Seite frage ich mich, wie sie argumentiert, ein Jobcenter oder auch die Bundesagentur für Arbeit damit, ja, dass solche Fälle dann automatisch bei der Wohnungsnotstelle landen. Ja, wenn es nicht passiert, müsste es diese Einrichtung oder diese automatische Funktion auch gar nicht geben. Beim UNO-Sozialpakt, der Artikel 12, also da mit dem, der das Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Gesundheit erhält, das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, da gibt es einen allgemeinen Kommentar Nummer 14 zu, der sich mit dem Recht auf Gesundheit beschäftigt. Und da sagt der Ausschuss zum UNO-Sozialpakt von der UNO, wenn man Sparmaßnahmen macht, es gibt ein allgemeines Rückschrittsverbot beim Sozialpakt. Man muss praktisch alle verfügbaren Mittel eingesetzt haben, bevor es zu Rückschritten bei den Menschenrechten des Sozialpaktes kommt, in Artikel 2 Sozialpakt. Und das Recht auf Gesundheit, da steht ja in Artikel 12 das Wort Höchstmaß. Das wirkt sich dann so aus, dass wenn man schon sparen muss, dann bei der Gesundheit am wenigsten gespart werden darf. Ich denke, dass das ein ziemlicher Kontrast ist im Vergleich zu der Lage der Hartz-IV-Empfänger. Deswegen würde mich interessieren, inwieweit werden denn die Beschäftigten im Jobcenter zum Beispiel über dieses Menschenrecht und über andere Grund- und Menschen, soziale Grund- und Menschenrechte informiert? Leider überhaupt nicht. Ja, ich kenne es, weil ich mich damit mal auch privat befasse. Ich kenne es auch aus meiner Schulzeit, dass es sowas gibt. So, aber wir selber in den Jobcentern, wir kennen sozusagen wirklich nur die Sozialgesetzbücher und da auch nur das Sozialgesetzbuch 2 eben für Hartz IV oder Arbeitslosengeld 2 ist ja die richtige Formulierung. Das Sozialgesetzbuch 3, das ist für die Menschen, die neu arbeitslos werden, also das ehemalige Arbeitsamt. Mit Glück lesen wir etwas vom Sozialgesetzbuch 10. Dienstvorschriften, Sozialgesetzbuch 12 lesen wir manchmal noch und das war's denn. Ja, alles andere ist wirklich Privatvergnügen. Das heißt, wir müssen das in unserer Freizeit uns selbst aneignen, sei es über Selbststudium oder Kurse, die wir dann auch selbst finanzieren müssen natürlich. Und also wir werden ja noch nicht mal über das Grundgesetz informiert. Ja, das ist, ich glaube, da geht die Bundesagentur für Arbeit, das könnte so sein, davon aus, dass das Allgemeinwissen ist. Ja, ist es aber leider nicht immer, nicht überall der Fall. So, und ich habe mal auch intern so angefragt, kennt man eigentlich auch die anderen Gesetze? Und da hat man mich dann nur groß angeguckt, ja, und auch dann argumentiert, wieso. Ja, wir haben das Sozialgesetzbuch 2 und 3 und gut ist. Was die anderen müssen wir ja gar nicht wissen. Es ist ein trauriges Kapitel innerhalb der Jobcenter. Wenn der Staat jetzt zum Beispiel Rückmeldung bekommt von Medien, von der Zivilgesellschaft, von Betroffenen und dabei Anhaltspunkte die Gesundheit von vielen Menschen geschädigt wird oder werden könnte oder dass es systembedingt ist, zum Beispiel vielleicht durch Sanktionen, dass die Gesundheit von Menschen geschädigt wird. Wie reagiert der Staat auf solche Informationen Ihrer Erfahrung nach? Werden da Gesetze geändert? Werden da Verwaltungsvorschriften angepasst, damit diese Schutzlücken verringert werden?
Also meine Erfahrung ist, dass es, dass der Staat schon reagiert, indem er das liest und vielleicht mal ein Statement abgibt. Aber innerhalb der Jobcenter ist uns das eher leider nicht bekannt. Also das ist wie bei der Frage zuvor, ja, das müssen wir uns selbst irgendwo dann anlesen, wie der Staat reagiert. Wir werden intern sozusagen dazu aufgefordert, dann Material, Flyer auszuhändigen, ja, wenn die Menschen gesundheitliche Probleme haben, psychische Probleme, Schulden, Süchte, dann haben wir unendlich viele Flyer, die wir verteilen können und den Menschen dann mit auf den Weg geben, ja, melden Sie sich dort. Ich nenne es immer die passive Hilfe und leider nicht die aktive Hilfe. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich den Menschen so einen Flyer in die Hand drücke, selbst wenn er noch gut ist, es gibt ja sehr gute Beratungsstellen zum Glück. Die Menschen haben ganz große Probleme, dort alleine hinzugehen oder überhaupt die Hemmschwelle zu überwinden, zu erkennen, ich kann mir da und sollte mir da Hilfe holen. Ja, also gerade im Bereich auch der psychosozialen Beratung natürlich. Die Schuldnerberatung ist ein ganz schwieriges Thema. Weil die Menschen müssen sich in dem Moment damit auseinandersetzen. Das heißt, ich gebe den Flyer in die Hand, aber es passiert sehr wenig. Ja, und wir können dann sozusagen gerade im Bereich der psychosozialen Beratung, der Schuldnerberatung, eine sogenannte Eingliederungshilfe anbieten. Das Jobcenter bezahlt das, aber auch dann gehen die Menschen nicht hin. Ja, also sie brauchen eigentlich jemand, nicht immer zum Glück, aber doch immer wieder, der sie in Anführungszeichen an die Hand nimmt und ihnen aber mehr Mut zuspricht, dorthin zu gehen. Ja, weil die schämen sich einfach, sie haben Angst, ja. Und das ist natürlich ein ganz großer oder eine ganz große Hürde einfach. Aber wir selber helfen nicht aktiv. Ist vielleicht auch besser so, ja, weil wir zum Teil gar nicht die Kompetenz dafür haben. Wir können empfehlen, aber wir können nicht aktiv helfen. Frau Hennemann, Sie hatten Beispiele genannt, wo mögliche Lücken sein können. Zum Beispiel, wenn Leute besonders teure Nahrung benötigen, weil sie bestimmte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Gluten nicht vertragen. Oder wenn jemand sanktioniert ist und braucht teure Medikamente, wie zum Beispiel bei Morbus Crohn der Fall sein kann, dass da Lücken bei der Versorgung sind oder sein können. Wie reagiert der Staat auf solche Informationen? Also meine Erfahrung ist, dass da der Staat durchaus reagiert mit vielen Worten, aber kaum mit tatsächlicher materieller oder finanzieller Hilfe, ja, weil sonst würden die Mehrbedarfssätze endlich auch mal erhöht werden. Anträge dafür gibt es ja mehr als genug, die Forderung auch. Und da passiert aber im Grunde genommen seit Jahren leider gar nichts. Ja, also eher stellt es sich zum Teil so dar, dass das gerade für die chronisch Erkrankten sehr schwierig ist, überhaupt diesen Mehrbedarf zu bekommen. Das heißt, die Menschen werden zum Amtsarzt geschickt, da müssen sie nochmal einen Attest bringen. Also die sind eigentlich immer nur am Laufen, um irgendwelche Gutachtenatteste zu bringen, bis es dann mal anerkannt wird. Und ich begleite zum Beispiel jetzt seit fast einem Jahr ein junges Mädel, die hat sehr starke Laktoseintoleranz und seit einem Jahr kämpfen wir inzwischen auch vor Gericht, dass sie den Mehrbedarf bekommt. Ja, es gibt ein Urteil bereits vom Bundessozialgericht, dass der bezahlt werden muss, dieser Mehrbedarf. Aber hier sagt jetzt das Jobcenter, wir schicken sie dort zum Arzt und dort zum Arzt. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube 4, 5 Gutachten hat sie jetzt schon. Und für mich reagiert in dem Moment der Staat dann leider nicht, respektive in dem Fall, der Einzelfall jetzt das Jobcenter. Und das kann es natürlich nicht sein, ja. Das heißt, die Mehrbedarfe bei chronisch Kranken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo der Staat in der Lage sein müsste, wo der Staat was tun muss, das mal zu systematisieren und das zu überprüfen. Ja, unbedingt vor allen Dingen die bürokratischen Hürden abzubauen. Ja, weil in meinen Augen kann es nicht sein, dass die Menschen mit einem fachärztlichen Gutachten schon kommen, wo genau diese Diagnose
explizit erwähnt wird, auch in den Gutachten schon steht, was die Menschen zusätzlich benötigen. Und das Jobcenter stellt sich sozusagen zum Teil darüber und sagt, wir schicken sie jetzt zum ärztlichen Dienst. Der ärztliche Dienst in den Agenturen für Arbeit, da sitzen sie ja, ist in der Regel kein Facharzt. Ja? Wenn ich eine chronische Darmerkrankung habe, brauche ich einen Gastroenterologen, ja? Und nicht einen Allgemeinmediziner als Beispiel oder auch keinen Orthopäden dafür. Und ich will den Ärzten jetzt nicht die Kompetenz abstreiten, so, aber in so einem speziellen Fall natürlich schon. Ja, und ich kann noch nicht mehr bringen als ein fachärztliches Gutachten. Ja, und dann werden die Menschen zum Teil dann zum medizinischen Dienst der Krankenkasse noch geschickt. Auch dort sitzen dann nicht unbedingt die Fachärzte. Und das ist für die Menschen, ist das ein Hürdenlauf, ja? Es ist ein Spießrutenlauf. Und da frage ich mich halt immer wieder, warum wird ein so ein fachärztliches Gutachten nicht einfach anerkannt? Damit die Menschen zu ihrem Recht kommen und zu dem, was sie wirklich für ihre Gesundheit in dem Moment auch brauchen. Ja. Sie haben eine Petition gestartet, um bei Hartz IV die Sanktionen abzuschaffen. Wo findet man Ihre Petition? Also ich habe eben eine Bundestagspetition eingereicht, die lief bis zum 18. Dezember online. Die läuft ja nur 4 Wochen. In der Zeit brauchen wir 50.000 Online-Unterschriften, die wir sehr gut erreicht haben, sind auf knapp, glaube ich, 55.000 online gekommen. Man kann aber immer noch per Papier unterzeichnen und diese Papierliste findet man unter anderem auf meinem Blog, Altona bloggt noch, dort ist sie hinterlegt und diese Listen können dann an den Petitionsausschuss des Bundestags gefaxt werden. Sie können aber auch zu mir weiterhin geschickt werden. Die Adresse steht auf der Liste drauf oder auch per E-Mail und dann faxe ich die Listen weiter. Unterschriften kommen auch immer noch rein. Also wir haben jetzt mit den Unterschriftslisten knacken wir jetzt bei die 91.000. Ich glaube, es fehlen jetzt noch 13 Unterschriften. Und diese Listen können so lange eingereicht werden, bis der Petitionsausschuss sozusagen sich berät. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Müssen wir einfach abwarten. Und in der Petition geht es darum, die Hartz IV Arbeitslosengeld II Sanktionen komplett abzuschaffen. Genau, einmal nach dem SGB II sozusagen, Hartz IV, aber auch in der Grundsicherung. Ja, weil jede Sanktion stellt für mich tatsächlich eine Existenzgefährdung dar. Ja, und für mich ist der Bezug von Arbeitslosengeld II ist für mich die Grundsicherung. Und ich bin der Meinung, wenn der Staat sagt, das ist eine Grundsicherung, kann man diese nicht einfach noch kürzen, auch keine 10%. Ja, eine Grundsicherung ist da, um etwas im Grunde genommen zu sichern. Ja, und dann brauche ich nicht noch das Geld zu kürzen. Und deswegen habe ich diese Petition auch gestartet, ja, weil für mich stellt das tatsächlich eine Verletzung der Menschenrechte dar. Das heißt, wenn man Sanktionen machen wollte, dann müsste man ja den Leuten mehr geben, den Unsanktionierten, vielleicht, dass sie noch etwas mehr haben, so würde ich mir das vorstellen, für kulturelle Teilhabe, für angemessenen Lebensstandard. Und da könnte man vielleicht sanktionieren. Aber hier sind es ja wirklich die existenziellsten Rechte, wo sie nicht mehr genug haben, wenn sie sanktioniert werden. Genau, es sind wirklich, es ist das Grundsicherungsgeld. Und diese Argumentation, da müsste ich den Menschen mehr geben. Dann heißt es ja immer gerne 500 Euro, dann kann ich auch sanktionieren, um die Existenzgrundlage nicht zu gefährden. Kann ich von der Logik her nachvollziehen, wobei ich stelle auch in Frage, inwieweit hat eine Sanktion wirklich einen Erfolg bei den Menschen? Ja, also stellt es, wie die BA sagt, eine erzieherische Maßnahme dar. Und da vertrete ich die Meinung, ich muss im Jobcenter niemand erziehen, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, so. Und aber es gibt jetzt zum Beispiel eine relativ neuere Studie, die ist vom Mitte, Ende Dezember, und zwar vom Ministerium für Arbeit, Integration, Soziales, Nordrhein-Westfalen ist die erstellt worden. Und da kommt zum Beispiel raus, fand ich sehr interessant,
dass nur rund 50% der Sanktionierten jetzt im Sozial SGB II, also im Hartz IV-Bereich, halten eine Sperrzeit oder auch eine Sanktion für ungerechtfertigt. Also nur die Hälfte, das fand ich erstaunlich. Da hatte ich ein bisschen mehr gehofft. Aber trotzdem sagen sie, dass mit rund zwischen 15 und 65% sie sind dadurch in finanzielle Schwierigkeiten gekommen, ja. Und das haben wir einfach, dieses Problem, diese finanziellen Schwierigkeiten. Aber auch interessant finde ich, dass gerade auch viele gesagt haben, es hat sich im Endeffekt nichts bei ihnen geändert, ob sie jetzt auch mit einer Sanktion. Ja, also junge Menschen unter 25 haben dann mehr zeitlich mal einen Zwischenjob gesucht oder schwarz gearbeitet. Das waren rund 43%. Hauptsächlich wird Geld geliehen von den Verwandten. So, und aber was ein ganz großer Teil gesagt hat, dass sie tatsächlich mehr krank wurden durch die Sanktionen. Ja. Also das fand ich schon sehr erstaunlich. So. Aber diese Studie ist sehr, sehr umfangreich. Die muss man mal nochmal nachanalysieren. So, und ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, Geld darf man einfach nicht kürzen. Ja, ich denke, es gibt ja auch Wesensgehalte von Menschenrechten. Da darf man gar nicht dran. Egal, ob die Leute genug Bewerbung geschrieben haben, etc. Und das meinte ich, da muss man den Leuten mehr geben, als das, was ihnen mindestens von den Menschenrechten garantiert ist, wenn man so ein Sanktionssystem machen will. Und klar, es macht natürlich eine Menge Bürokratie und das was fehlt, die Leute zu vermitteln. Und man greift ja hier auch in Wesensgehalte noch ein. Das ist ja menschenrechtlich überhaupt nicht erlaubt. Ja, einmal das, und es stellt sich auch die Frage, gerade in Bezug auf die hohe Anzahl der gewonnenen Klagen wegen rechtswidrigen Sanktionen, wird sich das dadurch ändern? Ja, weil das Thema Sanktionen ist so intern komplex, und da muss man wirklich, ich sag mal, Schritt für Schritt durchgehen, glaube ich, um das richtig zu machen. Wir Arbeitsvermittler oder Fallmanager, wir selbst sanktionieren ja gar nicht. Also wir machen die Anhörung, wir geben die Verfügung raus, aber die Berechnung macht immer die Leistungsabteilung. Und da scheint es wirklich zu haken, trotz intensiven internen Schulungen, ja, weil wenn wir intern geschult werden, dann hauptsächlich auf Sanktionen und Eingliederungsvereinbarungen. So, und ich glaube, wenn man den Menschen mehr Geld gibt, um dann mit einem besseren Gewissen zu sanktionieren, wird sich die Fehlerquote aber nicht ändern, weil dann hätte sich die langsam mal geändert in den 8 Jahren. Aber stattdessen steigt ja im Grunde genommen die Anzahl der Klagen, und vor allen Dingen steigt die Anzahl auch der gewonnenen Klagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Petition und mit Ihrer Arbeit. Und wenn man aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben will, dann findet man sie bei Altona Blogged und bei ingehannemann.de. Genau, hauptsächlich auf Altona Blogged, dann aber auch über Facebook. Da habe ich eine öffentliche Gefällt mir-Seite. Privat findet man mich nicht auf Facebook. So, dann natürlich klar auf der Webseite oder einfach auch in der Regel auch in den Medien, ne? Die begleiten mich ja auch seit Beginn. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke auch. Und jetzt hören wir gleich noch Musik. Die nächste Sendung, die wird sein in 2 Wochen, also am Donnerstag, den 30. Januar 2014. Danach die Sendungen, die kommen dann immer am 2. und am 4. Donnerstag im Monat, immer um 19 Uhr. Und jetzt hören wir zum Abspann noch etwas Musik. Vielen Dank fürs Zuhören noch.